das letzte Mal bei Dead Space. Der wurde geblitzt. Den hat's auch erwischt. Wer da hinten? Was machst du? Was soll das? Nee, einmal von hinten. Oh, du musst aber auch laufen. Lauf, lauf, lauf. Er muss laufen. Lauf, lauf, lauf. Rennen, rennen, rennen. Ganz wichtig. Aber das ist öfter mal ein Problem, dass er nicht gleich losrennt, wenn ich das will. Beim letzten Mal haben wir dieses große Monster besiegt. Es war nicht das erste Mal, dass wir den als Gegner hatten, aber es hat dennoch wieder geklappt. Mal sehen, was uns in dieser Folge erwarten wird. Es bleibt bestimmt spannend. Gut, hier ist wieder der Aufzug, ne? So, ich soll ja wahrscheinlich nach oben. Und zwar in Etage 1. Ja, der Ausgang war dann, glaube ich, hier, ne? Doch nicht, war hier. Na, 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 na. Hörst du auf damit? Hörst du auf damit? So, ich sage runter zu dem wahrscheinlich. Oder? Ne, jetzt in, ach, zu dem anderen Aufzug. Oh, der andere Aufzug. Aber der hat nur einen Ausgang. Sieht munitionstechnisch aus. Was haben wir noch? Und dem müssen wir natürlich hinterherlaufen. Elizabeth, hier ist Jacob. Ich habe auf der Brücke nach dir gesucht, aber die ist komplett im Arsch. Ich beziehe mich, falls das, was es verursacht hat, wiederkommt. Mach du das auch. Das Verwaltungspersonal ist wohl zum Abbaudeck zu den anderen Überlebenden aufgebrochen. Ich werde auch dorthin gehen. Wenn du nicht dort bist, finde ich eine Möglichkeit, dich zu kontaktieren. Versprochen. Sicherheitsstufe kann nicht ermittelt werden. Master Sicherheitsüberbrückung erforderlich. So, nehmen wir mal kurz noch den Speicherpunkt mit, ehe jetzt noch irgendwas Unerwartetes hier kommt. So. Komm, stirb erstmal. Ich kann mich bedenken, dass ich jetzt, wenn ich jetzt die ganze Zeit Feuer nehme. Anscheinend direkt verbrannt. Das ist gut. Das ist sehr gut. Kann ich hier irgendwas machen? Das soll ich wahrscheinlich auch hin? Ja, gut.
erstmal schauen wir uns hier ein bisschen um. Was ist das hier? Außenzugang. Geht's denn in der Richtung irgendwo hin? Ja, aber das ist noch versperrt. Also, gehen wir es mal hier hin. Wasserreinigung. HAS-Kanone. Und natürlich wird es erstmal extrem dunkel. Die AAS-Kanonen sind wieder online. Warte, automatische Zielerfassung offline. Kalibrierungsdaten nicht gefunden. Scheiße, keine automatische Zielerfassung. Die Kanonen sind nutzlos. Und wenn wir sie manuell nutzen? Du willst da raus, während dieser Scheiß da runterregnet und die AAS-Kanonen manuell nutzen? Ja. Wenn die Kanonen genügend Zieldaten haben, wird das System neu kalibriert. Hast du eine bessere Idee? Oh Gott, ich öffne den Außenzugang. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Natürlich weiß ich das. Natürlich weiß ich, was ich tue. So, gar nicht. Oh. Komm, mach mal auf. Was ist das hier? Oh, Laserkanone, gut. Plasma-Energie. Mittlere Ingenieursrig. Sehr schön, das ist eine neue Rüstung. Und jetzt soll ich nach draußen. Das wird für eine richtig schöne, lustige Nummer, ne? Bin gespannt, wie das hier aufgebaut ist. Wie lautet der Plan? Ich synchronisiere ein paar Kanonen mit einem meiner Werkzeuge. Ich ziele auf einen Asteroiden, die Kanonen treffen ihn und ich kalibriere das System neu. Wir haben keine andere Möglichkeit. Tu es. Was ist das hier? Sicherheitsanfrage abgerufen. Jemand muss ihn aufhalten. Hier spricht der zweite Offizier Sheik. Ich brauche sofort den Sicherheitsdienst. Niemals kommt. White, um Himmels Willen. Gehen Sie von der Steuerung weg. Wir brauchen unseren ersten Offizier. Captain Mathias ist tot. Captain ist tot. Winston's Sicherheitsteam ist tot. Wer ist noch übrig? Weg von der Luftschleuse. Das ist ein Befehl. Wer ist noch übrig, Sheik? Diese fanatischen Unitologen? Eckhart hat uns ordentlich verarscht, oder? Wenn ein CEC-Direktor so verkommen sein kann, dann ist es wahrscheinlich auch die ganze Firma. Genau wie EG-7. Glauben Sie, die CEC schickt kein Rettungsteam für ihr wertvolles Abbauschiff? Denken Sie nach, White. Wir müssen nur durchhalten. Ja. Sie sollten das. Nein, Sir! White, du verdammter Idiot! Versiegeln Sie sofort die Luftschleuse! Da war er wohl weg. So, es dürfte theoretisch bald kommen. Mit der Kanone. Genau, das ist hier jetzt raus. Eintritt in Vakuum. Schwerelosigkeit aktiviert. Ach, ich muss jetzt fliegen. Okay. Aufpassen, dass ich nicht so ein Ding erwischt, dann dass ich genug Sauerstoff habe. Soll ich eigentlich wirklich bloß hier rüber, oder? Oh. Warnung. Integrität beeinträchtigt. Was soll ich eigentlich machen? Ich bin etwas überfragt. Was ist jetzt hier anders? Ja, ich bin gleich weg. Da bin ich erstickt.
Also im Original wäre es jetzt so gewesen, ich hätte eigentlich auf die andere Seite gemusst, das wäre eine Kanone gewesen, ich muss die Meteoriten abschießen, aber hier funktioniert alles etwas anders. Ich muss hier mehrere Kanonen kalibrieren. Schwerelosigkeit aktiviert. So, wo jetzt hin? Hier dort oben. Hier, das ist eine Kanone, okay. Zielsystem wird synchronisiert. Ich gehe mal kurz zurück. Nochmal Luft zu holen. Beeinträchtigt. Von wegen Luft holen. Ich kann keine Luft holen. Was soll denn das? Na gut, dann gehe ich gleich wieder drauf. Bin ich mal gespannt, weil ich habe keine zusätzliche Luft. Ich muss mit dieser Luft auskommen, die ich hier habe. Schwerelosigkeit aktiviert. So, auf zu der Kanone. Zielsystem wird synchronisiert. Reicht das schon? Muss gar nicht wieder zurück, weil Luft würde eh nicht reichen. Ich teste es mal. Warnung. Höllenintegrität beeinträchtigt. Nee. Ich muss das schneller machen. Oh. Hier ist noch eine Kanone, da vorne ist noch eine Kanone. Also es kann sein, dass ich irgendwie nochmal zurück zu einem Shop muss, um mir noch ein bisschen Luft zu holen, weil sonst wird das hier eine extreme Herausforderung. Bin mal gespannt. Ja, komm. Wir haben keine Zeit. Komm. Mach ein bisschen hin. Zielsystem wird synchronisiert. Wo ist noch einer? Kalibrierung abgeschlossen. Automatische Zielerfassung online. Komm, komm. Nein, nicht zu dem. Komm, weiter, 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 weiter. Zielsystem wird synchronisiert. Kalibrierung abgeschlossen. Ah, hier ist Sauerstoff. Ah. Hier ist Sauerstoff. Warnung. Integrität beeinträchtigt. Zielsystem wird synchronisiert. Ah.
Mission abgeschlossen. Hat ich schon noch abgeschossen oder was? Kalibriert. Automatische Zielerfassungssysteme aktiviert. Geschafft. Die AAS-Kanone sind überall auf dem Schiff online. Gott sei Dank. Aktiviere den Autopiloten. Komm wieder rein, Isaac. Ich glaube, ich weiß, was wir als nächstes machen. So, ich muss erstmal zum Sauerstoff. Das war jetzt schon heftig, obwohl es eigentlich gar nicht so schwer war, wenn man weiß, wo der Sauerstoff und alles ist. Komm, geh auf. Schwerelosigkeit deaktiviert. Ende des Vakuums. Aber jetzt soll ich ja wieder ganz normal zurück, genau. Dann speichern wir das direkt ab. Isaac, Hammond, ich habe eine Übertragung abgefangen. Krankenstation. Da unten ist jemand. Was hältst du davon? Hier ist Senior Medical Officer Nicole Brand. Die Krankenstation ist ein Ort der Zuflucht. Überlebende kommen bitte zu uns. Nicole, ich gehe zur Krankenstation. Ja, natürlich. Ich gehe zum Besatzungsdeck und suche die Überlebenden von der Brücke. Ich melde mich. Besatzungsdeck. Weißt du etwas, das wir nicht wissen? So, das war Kapitel 4. Und den habe ich erstmal richtig schön wieder geballert. Es ist vollbracht. Die AAS ist wieder aktiv. Es hat etwas gedauert, bis ich das Prinzip dahinter verstanden habe. Um nochmal den Vergleich zu ziehen zum Original von 2008. Dort hat man sich einfach an die Kanone dort gesetzt, die Asteroiden abgeschossen und wenn man genügend getroffen hat, war es das. Hier musste man die kalibrieren, man musste noch mit Sauerstoff kämpfen. Das war anders. Meistens anders. Aber es war wunderblendend. Ich hoffe, euch hat das Zuschauen so gefallen wie mir das Spielen. Wir sehen uns dann vielleicht beim nächsten Mal wieder, das hoffe ich. Und bis dahin mögen die Hörner stets nach oben ragen.